Wow, shit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast 2, Folge 4. Hier geht's jetzt direkt weiter. Wir sind vor Typen weggelaufen, sind da durch eine Tür gegangen, es wurde weiß und jetzt sind wir hier in einem Klassenzimmer. Weiterhin viel Spaß mit diesem Let's Play, wenn euch das Ganze gefällt. Könnt ihr das Ganze gerne positiv bewerten und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Das Ding ist... Man sieht hier gar nichts. Ich bin auf eine Batterie auf jeden Fall angewiesen. Wir schauen nochmal eben, ob hier zufälligerweise noch eine liegt. Wir haben ja noch eine übrig. Ich glaube, unsere Batterie reicht dafür nicht mehr. So. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Wait, was? So, 100% ein Traum. Er träumt irgendwie immer von seiner Schulzeit mit dieser merkwürdigen Jessica. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Ja, okay. Ach, ich hasse Schulen. Also, so nicht, ne? Aber... Oh, was? In Horrorspielen, ne? Die Schulen, die passen einfach nicht. And Lynn. When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Blinkt denn da so? Was? Ah ja, okay. Ich hasse sowas. Das wird definitiv... keine Chill-Folge, sondern eine Schrecker-Folge. Okay. Genug Spinde zum Verstecken sind ja da, obwohl man nicht alle benutzen kann. Hallo? Freundlicher Typ? Oder nicht so? Nicht so dein Ding, wa? So. Ich will mich jetzt nicht von dem Typen abwenden. Boah, Junge, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Alter, ich hab... Nee. Also, dieses Spiel hat mit Outlast 1 nichts mehr zu tun. Das ist eine Ecke härter, würde ich sagen. Eine Ecke gruseliger. Da haben sich die Entwickler... Also, Hut ab an die Entwickler. Habt ihr euch echt... Mühe gegeben, aber wir dürfen jetzt hier kein Weichei sein. Kurz vor zwei in der Schule, das ist immer eine beste Idee, sich in dieser Zeit
im Schulgebäude rumzutreiben. Nee? Nee. Immer schön den Typen da im Auge behalten, ne? Weil... Okay, kein Verband für uns. Ja, hier scheint nichts zu sein. Irgendwie so aus, als ob die Spinde richtig abgefackelt sind oder so. Aber so sieht das alles normal aus. Ach. Wow, shit. Mich erschrocken, Alter. Das, ich hasse sowas, wenn es dann so blinkt und der sich so... Ja, toll. Jetzt ist der Typ weg und springt mir in der nächsten Ecke wieder. Was zum Teufel? Nicht. Okay, wir können ins Klo gehen. Nichts. Nichts. Hier sind die Klos wenigstens nicht mit irgendwelchen Armen oder so gefüllt wie im ersten Teil, ne? Von mir aus können sie mich wieder zurückschicken. So, wir gehen mal in die verbotene Zone. Ich hoffe, das Spiel bestraft einen jetzt hier nicht dafür, dass man das tut. Aber scheint dann doch relativ... Ah, eine Batterie. Ah, sehr schön. So haben wir tatsächlich wieder ein bisschen was. Zwei Batterien haben wir noch übrig. Das ist sehr schön. Wie komme ich denn jetzt hier raus? So. Packen eine neue Batterie rein. Jetzt haben wir es ja. Okay. Ja. Wir gehen einfach raus. Moment mal. Was denn jetzt? Was soll denn das? Oh, also,
Ich verstehe noch nicht ganz diese Zeitsprünge in dem Spiel. Also wir scheinen uns während dieser Story an unsere Kindheit zurückzuerinnern. Die Übergänge finde ich aber schon ziemlich geil, ne? Wir sind durch diese Tür gegangen, so runtergefallen hatten wir das in diesem Traum. Oh, da ist schon wieder jemand. You're him, ain't you? The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Come on. Okay, der Typ ist freundlich, möchte uns helfen. My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? Okay, er schwankt gerade so ein bisschen. Unborn. Oh. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Boah, Alter, was ist denn mit dem Typen los? Hat so ein bisschen auf den Kopf gekriegt, glaube ich. I'm sorry. When he said my grandson, baby, he putting her was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Zara, your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Ja, von wegen. Sie ist gestorben. Beziehungsweise wurde umgebracht. Ja gut. Kein Bock, dass der mich dann auch noch umbringen will. Relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Yeah. Ah. Das finde ich auch gut. Also das haben sie auf jeden Fall die Mechanik ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht, ja? So, gute Nacht. Ja, schon wieder so ein Traum, oder wie? Das ist derselbe Traum wie im Helikopter. Der scheint ihn echt zu verfolgen. Bin ja mal gespannt, wie die Story dann aufgeklärt wird, ehrlich gesagt. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. No questions even now of the heretics in the chapel. God'll guide. I ain't a heretic. Oh shit, die mit der Spitzhacke, Alter. You sin when you denied the prophet, your daughter. You sin since to deny. Grace! Please just let me talk to now. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Still.
Take your penance. God loves you. God loves you. Okay, sie haut zum Glück wieder ab. Shit, Mann, unser... Ja. Ach, hätten wir uns hier verstecken können. Nee. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ah. Hey. She is. Beat him to death. Something about finding Lin. Something about a chapel. Ja, gut. Wir haben hier bedauerlicherweise nichts mehr verloren oder so. Haben wir noch eine Batterie übrig? Ja, tatsächlich. Na dann können wir uns ja noch mal ein bisschen was leisten. So, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich hatte schon richtig Schiss bei der Stelle, wo dieser Typ in der Schule auf uns zugerannt ist. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in dieser Schule waren. Jetzt muss man sich halt entscheiden, was war denn jetzt letztendlich gruseliger? Das Ganze hier oder die Schule? Ich würde tatsächlich sogar die Schule bisher sagen. Aber ja, okay. Ja, scheint so als... Machen wir einen kleinen Spaziergang. Okay, so kann ich auf jeden Fall zurückgucken mit... Oder schleiche ich mich jetzt einfach hier? Okay, sie haut ab. Wir kriechen hier mal langsam. Scheint so, als würde es da weitergehen, ne? Da geht es halt auch lang, ne? Entweder da oder... Hier. Da. Hm. Ah, ich kann hier eh nicht lang. Da müssen wir jetzt zu dieser Tante, zu den Tanten dahin gehen. Them, nailed them to wood. She was just a kid. Ach so, ah, okay. Ach da. Ja, habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, vielleicht doch besser so. Hm. Toll. Nee. Hallo? Ey.
Ist jemand da? Hallo? Verzeihung? Ist klar, dass sie hier halt gerade noch standen, ne? Und dann... so. Und ich sah, und ein Wirbel kam aus der Nacht, ein Feuer, das nach innen brannte, aus allen Richtungen zur Mitte, und es zog das Licht aus den Wänden, sodass ich die Leere war. Die schienen Regenbögen wie Öl auf einem schwarzen Spiegel. Ich sah trotz des Schmerzes und erblickte, wie aus der Mitte des Feuers kam, die Gestalt eines Geschöpfs. Eine Gestalt, die einem Menschen so ähnelt wie ein Kreis einer Kugel. So wie der Querschnitt einer Kugel ein Kreis ist, wäre der dieser Kreatur ein Mensch. Und dies war deren Erscheinung. Sie schienen gleich Jesu Qual am Kreuz und hatten Brust und Geschlecht eines Mannes. Und ihre Gesichter waren zahllos und ineinander verschmolzen. Tausend Augen und alles ein Mund. Mit Flügeln und Rachen untrennbar, selbst dem Auge und Augen wie Rachen dienten dem vollkommenen Verzehr. So waren ihre Gesichter und dann waren sie die Knochen der Pferde, der vier Reiter und die Knochen der Reiter ebenso. Und dann wurden ihre Gesichter, die Geschlechter der Engel und dann ein Leuchtfeuer, das sang mit einer Schönheit, die Verstand zerreißt, und dann ein Spiegelbild in versilbertem Glas. Denn ihre Gesichter waren all dies zugleich und ihre Flügel verschmolzen und schlugen, dass die Zeit stillstand und ich keinen Atem schöpfen konnte. Ich habe bedauerlicherweise nicht mal ansatzweise das verstanden, was der Text mir vielleicht mitteilen wollte. Das Ding ist, unsere Zeit ist schon längst um und ich habe den nächsten Speicherpunkt noch nicht. Denk dran, dass du mit deinem Mikrofon nicht Wände hören und Geräusche hören kannst. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal der Speicherpunkt, den wir brauchen. Mist. Egal. Das war's jetzt für diese Folge. Bisher, ich habe die jetzt alle am Release-Termin aufgenommen, diese Folgen hier. Die hier wird wahrscheinlich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommen. Bisher fand ich das Spiel sehr schön. Wir hatten schon mal so einen kleinen Schocker, wo ich dachte, oh Gott, ich will das Spiel überhaupt nicht mehr weiterspielen. Ich finde es richtig geil und ich freue mich, es in den nächsten Tagen weiter für euch aufzunehmen. Bis dahin. Macht's gut.